Wir sind in der Offenbarung, letztes Kapitel. Wir haben über das heilige Jerusalem, das himmlische Jerusalem gesprochen. Alle Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben werden, am Ende, nach 1000 Jahren, finden im Himmel statt. Es gibt das himmlische Jerusalem und das irdische Jerusalem. 2000 Kilometer in einem würfelförmigen Form. Da wird der Herr unter uns sein, mit seinen Kindern. Und alle, die die Wahrheit geliebt haben, vom ganzen Herzen sollst du dein Herr leben, mit deinem Sinn, mit all deiner Kraft, als erstes. Und deinen Nächsten wie dich selbst, aber als erstes Gott. Die ihn lieb werden, werden alles ererben. Die ihn natürlich lieben und ihn weiter lieben bis zum Schluss. Denn wir haben es mit einem hinterlistigen Gegner zu tun. Denn sobald was Schlechtes in unserem Leben vorkommt, dann gibt er die ganze Verantwortung dem Herrn. Aber unser Herr ist sehr gut. Er greift keinen an. Aber wenn der Mensch in der Unwissenheit ist, dann kann er die Dinge Gottes nicht wissen. Und wenn der Sünde ist und wenn er fleischlich ist, kann er das Geistliche nicht annehmen, aber auch nicht verstehen. Lest mir, liebe Geschwister, dem Johannes hat er wieder gezeigt, ein Fluss wie ein Kristall. Das ist am Anfang 22 und er zeigte ihm einen reinen Strom vom Wasser. Hier wird es betont, ein Strom vom Wasser des Lebens. Glänzen wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Das Leben ist von Herrn gekommen und in ihm war das Leben, das Licht. Und das Wasser ist das, was auch das Leben auf Erden gibt. Ohne Wasser kann kein Leben existieren. Wenn es nicht regnet, wächst gar nichts. Es wird keine Nahrung geben. Und ohne Wasser kann nichts leben, was Leben hat in sich. Aber auch der Mensch, ohne dieses lebendige Wasser, das aus dem Thron des Herrn strömt, kann nicht leben. Der Herr hat ja zu Samaritern gesagt, der von diesem Brunnen trinkt, das Wasser des Jakob, wird wieder dursten. Aber wenn ich dir von meinem Wasser gebe, wirst du nie wieder dursten. Und das ist das Lebenswasser, das Wasser des Lebens. Das ist das Wort Gottes. Denn im Epheserbrief steht, dass der Herr, dass seine Gemeinde durch das Wort Gottes reinigt. Das Wasser ist zum Trinkgut, aber auch zum Waschung, für die Waschung. Aber dieses Wasser ist da, wo das Leben herkommt. Von da hat das Leben begonnen. Der Herr hat das Leben geschenkt. Und der Herr sagt, meine Schafe,
die ruft er mit ihrem Namen und sie sagt, die sollen Leben haben und das in ewiges Leben haben. In Überfluss Leben haben. Das Leben hier beginnt schon das ewige Leben. Und wer von diesem Wasser trinkt, des Lebens, wird nicht sterben. Glänzend wie Kristall. Aus dem Thron Gottes und des Lammes sind es zwei Götter. Jesus Christus, ganz einfach gesagt, ist der Vermittler, der Retter aller Menschen, und es ist die Person, die die ganze Menschheit als auferstandener Mensch, die ganze Menschheit repräsentiert. Die Wunden an den Händen hat er immer noch. Er wird seine Hände ausstrecken und ich liebe dich. Und wir werden die sehen und wir sagen, du bist unser Gott und wir werden uns freuen. Und werden immer den Herrn danken. Aber wann wird der an Gott alles in allem sein? Der Jesus Christus wird als Mensch existieren. Wo soll er hin? Er war bei Gott und er war das Wort. Denn der Herr ist, besteht aus dem Gott, aus dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Der Mensch kann das nicht verstehen, dreifaltig, mit drei. Es sind nicht drei Götter, es ist ein Gott. In Dreifaltigkeit, alle gleich, heilig. Wir sehen im Wort Gottes, dass er dreimal als heilig angegeben wird. Heilig, heilig, heilig. Warum drei? Warum sei nicht einmal heilig? Heilig der Vater, heilig das Wort, Jesus Christus, und heilig der Geist Gottes. Das ist unser Gott. Denn die Wahrheit ist, liebe Geschwister, ohne den Sohn würde es kein ewiges Leben geben. Und es würde auch nicht die Errettung geben. Denn dem Sohn, dem Wort Gottes, hat der Herr das Leib vorbereitet. Und er hat den Erstgeborenen geschickt. Und er hat die Engel befohlen, dass sie ihn anbeten. Aber auch Menschen haben ihn angebetet, aber er hat die Ehre nicht angenommen. Er hat die Ehre immer dem Herrn gegeben. Und er hat ihm den allerhöchsten Namen geschenkt. Und er wird immer zu Rechten des Vaters sein. Und deswegen ist es der Thron Gottes und des Lammes. Sie können zusammensitzen. Die waren ja immer zusammen. Das Wort sagt ja, war bei Gott. Er war bei ihm. Er war immer bei Gott. Das können wir noch nicht richtig verstehen, begreifen. Die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe der Göttlichkeit. Denn es ist ein großes Mysterium, wenn der Mensch es nicht erlebt. Wir sehen es jetzt wie vor einem Spiegel. Aber wir können das noch nicht richtig begreifen. Es passt noch nicht alles in unserem Sinn. So eine riesengroße Stadt. 2000 Meter Höhe. Mauer. Nicht 2 Kilometer. 2000 Kilometer. Ich konnte es nicht glauben, ich habe gesagt, ja okay, die Länge und die Breite, aber auch die Höhe. 2000 Kilometer. Das kann das Gehirn nicht fassen. Der Herr bereitet dies alles vor.
Der Bruder Dagis aus Mühlager hat die Stadt von außen gesehen. Er hat gesagt, geh rein. Und sagt, wo sind meine Kinder, meine Frau? Sie sind unten. Nein, ich gehe wieder zurück, hat er gesagt. Ja, es hat mir leid getan, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, wenn du wieder zur Erde zurückgehst, dann ist ja alles schlimm. Schmerzen, die Trauer, das ist alles hier. Und da wird es nichts mehr geben. Keine Tränen, keine Ärzte, keine Bestattung, keine Diebe. Keine Zauberer, keine Diebe, die sind jetzt schon draußen. Nichts Schlechtes wird dort eintreten, nur der Heilige, das heilige Volk Gottes. Und das gerechte Volk wird eintreten, wenn die Tür aufgeht, wenn das Tor aufgeht. Erkauft mit dem Blut Jesu Christi. In der Mitte zwischen ihren Straßen und dem Strom. Und jetzt wird die Stadt von ihnen beschrieben. Aber wie kann das Gehirn das fassen? Da ist der Strom. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und der jenen Seite, war der Baum des Lebens. Das war ja erstmal im Paradies, als der die Erstgeborenen erschaffen hatte. Ist es jetzt nicht mehr das Paradies? Nein, im Tigris und Euphrates. Seitdem das Paradies ist verschwunden nach dem Sündenfall. Und die Erde ist verflucht wegen den Menschen. Die sind nicht gesegnet. Aber der Herr hat ja gesagt, die Erde ist wegen dir verflucht. Wegen der Sünde. Da wird es nichts Schlechtes geben. Der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. 12 heißt das ganze Jahr, also immer, permanent. Der redet jetzt zum Menschen, damit wir das begreifen. Als ich die Offenbarung zum ersten Mal gelesen habe, habe ich sehr viele Probleme gehabt. Vor allem, wo ich bei diesen 4 Tieren, den Cherubim, angekommen bin. Und sie priesen den Herrn Tag und Nacht. Und da bin ich gefallen, sagt der Widersacher zu uns, sagte, was steht denn jetzt da drin? Da gibt es keine Dunkelheit, warum sagt er Tag und Nacht? Und jetzt war ich in der Falle, gefangen. Und dann wollte ich da anrufen, sagte, er hat bestimmt einen Fehler gemacht, dass ich sage, es gibt keine Nacht im Himmel. Warum steht denn da Tag und Nacht? Da ist doch Licht. Da ist doch immer Helligkeit. Aber warum sagt er Nacht? Und wie soll ich das jetzt verstehen? Voll gefangen. Ich hatte keinen, den ich fragen sollte. 84 war ich alleine hier. Und wem sage ich das jetzt? Ich wollte dort anrufen, dass in den Verlag, dass es falsch ist. Und der Widersacher kam, ach, das ist doch falsch, das Buch. Aber wie? Und der Herr hat mich dann erleuchtet, Gott sei Dank. Er hat mir zu geben verstanden, der Heilige Geist, dass Tag und Nacht bedeutet permanent, die ganze Zeit, für uns Menschen, damit, dass wir es verstehen, was das heißt, permanent, dass ich es aus der Sicht des Menschen verstehe. Es steht so, weil das Wort an Menschen gerichtet ist, die in einer Erde leben und Tag und Nacht erleben und dadurch verstehen sie besser das Wort des Permanent,
Das ist Gedanken. Natürlich gibt es, hat er ihm gezeigt, es gibt keine Dunkelheit, ja. Aber aus menschlicher Sicht, um das zu verstehen, wurde es mit menschlichen Gegebenheiten erklärt. Und das wird nicht auf Erden sein, was wir jetzt hier sehen. Viele glauben, diese alte Erde wird der Herr erneuern und wie ein Paradies erschaffen, wenn er für 1000 Jahre herrschen kommen wird. Aber auf dieser neuen Erde gibt es keine Sonne, keinen Mond. All das Materielle kann ohne dem anderen nicht existieren. Es wird keine Erde geben ohne Meer. Da gibt es kein Leben. Auch ohne den Mond. Denn Satelliten können nicht die Zeiten ändern. Der Herr hat es wie ein Uhrwerk gemacht. Das wird es dann nicht geben. Das wird alles neu sein. Und ich werde, die ist verflucht wegen den Menschen. Und sie wird sehr vergehen. Nur das Wort Gottes wird nicht vergehen. Der Herr bereitet neue Dinge für uns. Hier mache ich alles neu. Warum sagt er das? Und er sagt nicht hier, ich mache es wie neu. Er sagt, ich mache alles neu. Er sagt nicht, ich erneuere es. Wenn du sagst, ich habe ein neues Auto, dann ist es ein neues Auto. Frisch. Aus dem Fließband. Oder ich sage, eine neue Hose. Und es ist was anderes, wenn ich ein altes Auto habe und es erneuere. Vor dem Herrn ist vieles noch für uns unfassbar. Aber für den Herrn ist alles offen. Denn er ist der Schöpfer. Und auch den Sternen hat er Namen gegeben. Und wir wissen nicht mal, wie viele Galaxien es gibt. Sie haben jetzt eine Galaxie entdeckt, der weiß nicht, wie vieles größer als unsere Galaxie ist. Der Mensch wird nie vollkommen erfassen. Wir können nicht mal unser Herz entdecken, erfassen. Wie soll der Mensch das Universum verstehen? Unser Herz ist verdorben und wir kriegen es nicht hin, es zu verstehen. Und dann sollen wir das Universum verstehen. Den Herrn kann man nicht entdecken oder verstehen. Aber das werden wir alles sehen und erkennen, wenn wir die unvergänglichen Leiber bekommen. Denn wir werden auch diesen Raum durchgehen. Überwinden mit dem, wenn wir dann in den dritten Himmel gehen, entrückt werden. Wir reden hier über tausende Lichtjahre, die Sonnensysteme, die verschiedenen voneinander entfernt sind. Wie soll der Mensch das hinkriegen? Und das passt nicht in unserem Gehirn. Unaussprechliche Dinge, wir können sie nicht erfassen und erklären. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes, wir sehen wieder, dass er sagt, der Thron Gottes und des Lammes, zum zweiten Mal, wird in ihr sein. Im Deutschen steht auch Thron Gottes und des Lammes. Und wir werden zusammen sein, eins sein, doppelter Thron, aber er sagt, des Lammes, Gottes und des Lammes, sie werden nicht abwechselnd am Thron sitzen, denn Jesus Christus ist auch Gott. Und seine Knechte werden ihm dienen. Der Knecht, liebe Geschwister,
der muss gehorsam sein. Das sollen wir verlangen, liebe Geschwister, der Herr und seine Knechte immer. Oh, dass wir seine Knechte werden. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und der Herr hat uns berufen, dass wir dienen seiner Gemeinde. Nicht uns, ich selbst, aber unsere Geschwister sollen wir dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Bis jetzt hat noch kein Mensch das Angesicht des Herrn sehen können. Dem Menschen ist es nicht möglich, einem fleischlichen Menschen das Angesicht des Herrn zu sehen und zu überleben. Moses hat es auch nicht schaffen können. Er hat nur die Ehre des Herrn sehen und ihn von hinten gesehen. Sein Angesicht hat er nicht gesehen. Das hat nur sein Sohn, der immer bei ihm war, gesehen, Jesus Christus. Und deswegen sagt er, ist das Ebenbild Gottes, der Charakter des Herrn Gottes. Nur Jesus Christus hat den Vater gesehen, sieht den Vater. Es gibt keinen anderen Menschen, der es gesehen hat, den gesehen hat. Wegen der Sünde natürlich. Als die Ersterschaffenen, sie sahen ihn, ohne Sünde waren. Sie hatten Dialog mit ihm geführt. Sie sahen den Vater, ihren Erschaffer. Und mit der Sünde haben sie sich versteckt. Schon wo sie nur die Stimme gehört haben, haben sie sich erschrocken. Seht ihr, was geschieht? Wenn der Mensch in der Sünde lebt, kann er die Stimme des Herrn nicht hören. Er kriegt Angst und wird panisch. Und man sagt, das ist Fanatismus, das ist ein Gesetz. Warum nicht? Weil die ganze Wahrheit nicht reinpasst in uns. Das Wort Gottes sagt, den ich liebe, sag nicht den ich hasse, oder den ich vernichten will. Nein, er sagt, den ich liebe, den prüfe ich und züchtige ihn. Wenn ich Probleme habe, dann liebt mich der Herr sehr. Er liebt dich sehr. Wenn wir in der Züchtigung leben des Herrn, oder wenn wir gerade etwas durchmachen, das zeigt, dass er uns liebt, denn er will nicht, dass wir verloren gehen. Aber wir verstehen das nicht. Auch wenn der Herr redet, wenn der Mensch sich ausruht und träumt, dann spricht der Herr mit Träumen, aber der Mensch versteht nicht. Wisst ihr, wann wir verstehen? Wenn der Leib anfängt, Schmerzen zu haben, dann denken wir an den Herrn und verlangen nach seiner Hilfe. Und dann verlieren wir das Vertrauen an allen und kehren dann zum Herrn zurück. Aber das reicht vielleicht nicht aus. Vielleicht habe ich in meinem Herzen eine Übertretung in meinem Leben und ich sehe sie nicht. Deswegen sagt zum Job, wenn unter 1000 Menschen einen Verkünder gibt, über seine Gerechtigkeit zu sprechen, und der Mensch das einnimmt, dass du nicht gerecht bist, dass es keinen Gerechten gibt, dass ich gesündigt habe, dass der Mensch das annimmt, anerkennt, dann geschieht wieder die Zurechtbringung. Es gibt keinen anderen Weg. Adam hat seine Sünde versteckt und wir sehen nun die Probleme. Eva hat ihre Sünde versteckt
Und der eine hat es dem anderen zugeschoben. Da steht, dass da Egoismus eingetreten ist bei den Menschen. Denn der stolze Mensch, der kann keine Entschuldigung, der sieht auch seine Fehler nicht an. Der kann auch nicht Entschuldigung sagen. Der stolze Mensch kann es nicht. Er ist blind. Denn der Stolz ist blind und taub. Der Herr soll uns bewahren, liebe Geschwister, dass er uns ein Herz gibt, ein demütiges Herz, damit wir auch die Züchtigung annehmen. Der Herr sagt, geh zurück, komm zu mir zurück nach meinen Züchtigungen, nach meinen Prüfungen. Die Prüfung kommt, wenn ich etwas nicht richtig mache oder wenn ich dem Herrn nicht wohlgefällig bin. Und der Herr kommt und redet. Er zeigt mir meine Schwachheit und ich sage, ich bin nicht so. Und bei den Israeliten war es ähnlich. Wenn sie sehen, was die Malachier sagten zum Herrn, was ist denn mit uns, dass wir den Herrn arbeiten? Guck, allen anderen geht es besser als uns, den Törichten. Aber das ist auch töricht. Das ist eine große Falle. Der Herr soll uns bewahren. Unser Herz darf sich nie gegen den Herrn wenden, dass er uns nicht segnet. Er hört nicht. Er hört und sieht. Er sieht besser als wir und er hört besser als wir. Auch wenn er in heiligen Orten lebt, ist nicht nur der Gott des Weiten, aber ist auch unter uns, in uns. Der Herr hört und sieht. Wir haben die Schwachheit. Nicht bei unserem Herrn. Er ist stark, mächtig, allmächtig. Und sein Name wird auf ihren Stirn sein. Das ist eine Segnung. Die Menschen, die Wahrheit des Evangeliums nicht lieben, die werden den Namen des Antichristen auf der Stirn tragen oder auf der rechten Hand. Die Fanatischen werden sie bestimmt auf der Stirn legen, dass sie sagen, ich bin desjenigen. Der Name des Herrn wird auf ihre Stirn sein. Die Stirn sieht man. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Die Nacht ist für hier. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, keinen elektrischen Strom werden wir brauchen. Und der Sinn des Teufels ist, liebe Geschwister, der möchte den Menschen ihm alles gibt, dass ihm sein Leben so einfach wird, und dann gibt er ihm einen Ruck, dass der Mensch verloren geht, ohne Jesus Christus. Denn der Herr wird sehr leuchten. Der Herr ist Licht. Wir sind im ersten Buch Mose. Im ersten Buch Mose. In der Schöpfung 14. Und der Herr sagte, es sollen Lichter und der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht,
Sie sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeit und der Tage und Jahre und als Leuchten, als Himmel aushängen, dass ihre Erde beleuchtet. Und er sah schon, Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. All das geschah am dritten Tag. Aber am Anfang steht im 3, und der Herr sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Was war das für ein Licht? Das Licht, was jetzt hier in der Offenbarung steht. Denn der Herr leuchtet sie. Das ist der Herr, dieses Licht. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Starkes Licht, unendlich, was man nicht näher treten kann. Warum sagt der Herr, ich bin das Licht der Welt? Denn jeden Mensch erleuchtet. Wenn der Herr den Menschen nicht, wenn der Mensch den Herr nicht hat, dann ist er in der Dunkelheit, im Tod. Es wird sehr schrecklich sein. Und es wird nie Nacht geben. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seine Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Er zeigt ihnen, was alles geschehen soll. Wir sagen, wir sind jetzt schon 2000 Jahre her. Wo ist die Gegenwart? Die Menschen beeilen sich. Und weil wir ungeduldig sind, beeilen wir uns. Wenn sie ein Zeichen sehen, dann sagen, na, der Jesus kommt dieses Jahr oder in diesem Monat. Und werden als Lügner dargestellt am Ende. Aber warum machen sie das? Damit sie die Ehre bekommen, ah, der hat es gesagt. Aber wenn das Ereignis geschieht, wird dieser Mensch teilhaben an dieses Ereignis. Glaubt er selbst? Oder spricht er durch den Übermut, Hochmut seines Herzens? Nirgends steht im Wort Gottes, zu welchem Zeitpunkt das geschehen wird, wann der Herr kommt. Ja, die Zeichen sieht man, ja. Aber sie vergessen, dass das steht in der Zeit, die keiner erwartet. Das entgeht ihnen, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Keiner kennt die Stunde. Aber sag nicht das Ja. Keiner, nicht mal das Ja kennt jemand. Nur Gott. Und wenn wir sagen Gott, wir sagen nicht nur Vater. Und wenn der Herr sagt, nicht nur mein, außer nur der Vater, weil er erhöht ihn und er preist ihn. Und der Vater weiß es und der Sohn weiß es. Und der Heilige Geist weiß es. Aber warum sagt der Heilige Geist er nicht? Der ist ja auch Gott. Der kann das Wort Gottes nicht übertreten. Und wenn wir etwas hören, wenn uns das nicht mit dem Wort Gottes passt, dann nehmen wir es nicht an. Wir müssen bereit sein, immer, immer bereit. In der Reinigkeit, in der Einfachheit, im Glauben, in der Gerechtigkeit. Immer bereit, wachsam. Seien wir nicht, vernachlässigen wir und seien wir nicht faul, das Wort Gottes zu lehren und zu studieren. Mit manchen Christen, denke ich, die sind 3, 4, 5, 10 Jahre und sagen, ich bin müde geworden.
Nein, das Computer macht dich krank. Das Fleischliche macht uns müde. Die Sünde macht den Menschen müde. Das Geistliche gibt ihm Kraft und erneuern ihn. Wie? Du siehst nicht, du bist 20, 30 Jahre und die sind immer wieder erneuert. Und im hohen Alter sagen nicht, ich, Herr, komm, nimm mich wie der Elias. Ich habe es auch einmal gesagt, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Wie ist es mir nur aus dem Mund rausgekommen? Da habe ich es bereut, dann habe ich Angst bekommen. Am nächsten Tag, als ich arbeitete, haben die haben so stark das Herz geschlagen, dass ich die Bewegung sah im Hemd. Und sagt, was ist jetzt los? Ich sage, nein, Herr, nicht, noch nicht. Und ich habe das gesagt, du bist müde geworden. Das Wort, der Mund sagt was anderes und im Herzen ist was anderes. Und dann sagen wir Dinge, die wir nicht so meinen. Nehme ich her. Ich bin nicht besser. Hat der Herr ihn genommen? Nein. Der Herr wird einschreiten zu seiner Zeit. Er macht alles nach seinem Plan, nach seiner Zeit, nach seiner Uhr. Wir haben wenig Geduld, liebe Geschwister. Der Herr soll uns wachsen lassen in die Liebe. Sie bekommen bald glücklich, wer die Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Und wir glauben, wenn wir an das Geschriebene glauben, dann müssen wir es auch bewahren in unserem Herzen. Denn alles wird erfüllt werden. Und alles werden wir sehen. Denn das Wort Gottes ist die einzige Wahrheit. Der Herr soll uns segnen. Amen.